Willkommen zurück, Leute, hier im Radioturm, der gerade noch von Team Rocket besetzt ist. Ey, die Leute haben einfach den Schuss nicht gehört, kann das sein? Egal, Leute, willkommen zurück. So, ich mache hier alle fertig. Bist du einer zum Fertigmachen? Für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren, diese Arschgeigen. Das stimmt. Deswegen schnapp ich sie mir jetzt auch. So. Mit mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. Boah. Natürlich nur mit seinem Pokémon, ne? Nicht, als auf immer packt er auf immer seine Shotgun aus oder so. Nein. Er holt immer seinen Smogon. Naja, ist fast genauso gefährlich wie eine Shotgun. So, Igelabber. Wir trainieren hier schön weiterhin. Und dabei auch noch schön sehbar und geil. Nachdem hier noch zwei Level. Dann haben wir einen Tornopto. Yeah, der 34. Sobald, wenn Sepa hier Level 20 wäre, könnte ihr auch echt Sepa hier alles rocken. Aber naja, ne? Zweimal. Ach komm, Flammrad. Einfach Spam. Eventuell kann ich dann beim Boss oder beim Vorstand, der hier rumlungert, nicht mehr auf Iglava zurückgreifen. Aber ist ja nicht so schlimm. Obwohl, ihr könnt einfach Ether benutzen. Naja, okay. Oh nein, Komprimator. Oh, Slimers Fluchtwert steigt. Toll. Naja, ruckzuckieb. Yeah, voll getroffen. Igelavas Augen sind halt einfach zu gut. Yeah, Level 19 für Sepa. Zubat, ey. Naja, okay. Ich glaube, die sind jetzt sowieso alle ziemlich schwach, alle, ey. Bin einfach schon zu krass hier mit Igelava. Ich weiß, ich darf die anderen Pokémon nicht vernachlässigen, aber ich hätte einfach gern jetzt einen Tornopto. Ja. Und ich glaube, wenn ich einen Tornopto habe, dann. Ist auch wieder verwirrt. Ich glaube, dann werden echt erstmal alle anderen Pokémon im Team wieder auf Level 3, auf Level 35 gebracht. Einfach so. Mensch, Igelava, ich bin ja beeindruckt. Du hast ja mal angegriffen. Beim ersten Mal nach der Verwirrung. Ach, wie cool. Noch Radfratz, ach nö. Komm, mit Radfratz wird er wohl Sepa fertig, oder? Sepa, zeig mal, was du kannst! Der erste Angriff, der erste Auftritt von Sepa, oh yeah. Wie das aussieht, ist komplett ganz Körper drauf, voll cool. Surfer! Aua. Oh oh. So, schön starke Wasserattacke mit Step! Wie geil das aussieht. So. Ja, Sepa ist doch cool, ne? Nochmal! Oh, Hyperzahn! Wow! Ich glaube, Sepa wird ein cooles Teammitglied, oder? Wenn es sowas schon standhält, ist doch cool. Und tschüss. Jawohl. So. Sepa hält und Sepa hält. Voll zweimal. Okay. Was? Der kleine Sepa? Ja. Das arme Sepa, ey. Aber okay, gut, wartet. So. Kriegst du da wieder ein bisschen aufgeboostet. Du sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. So. Ich glaube, ich mache echt gleich mal einfach dein Ether bei Igelavas Flammrad. Hallo. Es ist ein tolles Gefühl, ein Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Alter, jeder Psychologe würde jetzt fragen, okay, beschreibe dieses Gefühl bitte. Bitte beschreibe dieses Gefühl, was du hast, wenn du Pokémon einfach für Verbrechen ausnutzt. Wow, Smogmog! Alter, richtig cool. Smogmog, ey. So ein Panzer-Pokémon. Flammenrad! Wie cool dieser Sprite aussieht. Richtig so mit offenem Mund so. Yeah, cool. Okay, jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit, dass auch Flammenrad verbrennen kann. Aber ich habe, wie gesagt, echt nicht weiß, ob nicht allgemein hier noch jede Feuerattacke die Chance hat zu verbrennen. Aber ist auch nicht so wichtig. Yeah, richtig schöner Erfahrungspunkte. Yeah! Okay, sehr schön. Machst du Witze? Nee, ich mach doch keine Witze. Sehe so aus, als würde ich Witze machen? So, du bist auch noch ein Trainer, oder? Jawoll, Mann. Was macht ein fremdes Kind denn hier? Wer bist du? Ich bin der Marcel. Und ich werde jetzt richtig mich kennenlernen lassen. Ja, Forscher Ingo möchte kämpfen. Oh mein Gott. Ach, wieder so ein Magnetino-Typ. Ja, das sollte vielleicht sogar Glut sogar ausreichen, ne? Mal gucken, was es bringt. Ja, ups, der zeigt Flammenratte durch. Na egal.
Es wird eh auf den Ether hinauslaufen, weil ich zu faul bin, zum Pokémon Center zurückzurennen. Super Effekte! Vielleicht hat der jetzt auch einen Magneton. Oh, Level 20, sehr schön. Ich glaube, er hat einen Magneton. Ah, das ist auch so ein geiles Pokémon. Vor allem, ne, eines der Erstgenerations-Pokémon, der halt dann echt neben Elektro noch Stahltyp gekriegt hat. Und natürlich noch schöne Feuerschwäche dazu. Yeah, Instant Kill! Bam, bum, dindindum, bum, bam, bam, bum. Nee, doch noch ein Magnetilo, okay. Wieder so ein Typ, der denkt, er hat einen Magneton, weil er drei Magnetilos hat. Er hat es schon wieder, genau wie die anderen Forscher, haben sie es einfach nicht verstanden. Und das wiederum zeigt uns wieder mal, welche Leute bei Team Rocket arbeiten. Tschüss, Volltreffer sogar. Yeah. Tschüss, Ingo. Na, ich hab dich nicht ernst genommen. Ne, machen viele nicht. Viele nehme ich nicht ernst. Was soll das? So, hallo? Der Anführer von Team Rocket hat sich selbst eingeschlossen. Aber der Intendant besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im vierten Stock. Bitte rette ihn, der Intendant. So, hier die Tür voll zu. Was ist das denn hier? Dies ist der Schlitz für den Türöffner. Alter, den brauche ich doch so. Pokémon Musik mit DJ Ben. So, hier war mal Stockwerk höher, wo wir echt noch nicht waren. Oh, guck mal da. Ich glaube, da ist hier so anführermäßig, wa? So, wer bist du? Bist du der Intendant? Du hast vor, dem Intendanten zu retten? Tja, dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege. Das kann er aber vergessen. Jetzt sieht aber gut aus, als ob wir echt noch einen tollen Opto heute kriegen. Mal gucken, ey. Wenn ich es durchziehe und immer Igelava benutze. Nebenbei natürlich noch schön Seba-Level. Warum denn nicht? Oh Gott, so ein Zubat wäre eigentlich auch wieder schön was für Seba gewesen. Schön Level-Niveau-mäßig. Och Mann, ey. Ah, super Schall. Komm, Igelava, da kommst du doch wieder durch, oder? Das ist so ein schwaches Zubat, ey. Ist doch keine Gefahr mehr für dich hier. Oh Mann. Ah, Igelava ist eher eine Gefahr für sich selbst. Aua. Ruckzucki. Igelava ist verwirrt. Mann, Igelava, ey. Ey, wenn du als Tornopto immer noch so leicht zu umnachten bist, von deinem Verstand her, dann werde ich aber richtig sauer. Ich glaube, es ist nicht mehr verwirrt. Oh, siehst du, sowas zieht. Ja, sein Pokémon drohen, das zieht in der Welt. So, Sepa trainiert auch schön. Oh, Golbat. Na gut, okay, da kann ich jetzt nicht unbedingt Sepa reinsetzen. Golbat ist dann doch ein bisschen heftig. Versucht mit seinen Zähnen zu knirschen, aber kann es nicht. Flammenrad, komm, instant kill. 10 Level höher. Step. Und krass. Und noch ein verstärkendes Item dazu. Alter, was echt? Sehr übel. Oh. Kung-Fu-Schrei. Und so schlau, wie ich Team Rocket einschätze, setzt er gleich nach dem Kung-Fu-Strahl noch einen Superschall ein. So, dann nimmt sich die Chance, um mich zu heilen. Nee, okay. Oh mein Gott, er ist schlau, Leute. So, ob da jetzt Blut ausreicht? Nee, bestimmt nicht. Okay, Flammenrad! Oh, Igelava kann nichts machen. Oh, Mann, ey. Spielt eigentlich. Oh cool, da geht aber. Da geht keine Attacke runter. Das ist ja cool. Wenn ich mich selber verletze. Geht keine AP durch verloren. Nice. Aber wie ist eigentlich das berechnet, wie man sich selber verletzt? Zählt da der eigene Angriff, der einfach halbiert wird? Oder zählt auch das verstärkende Item mit zu? Oder der eigene Step? Oder der Typ oder irgendwie sowas? Oder ist das einfach recht ganz simpel gesagt? Nein. Einfach nur 30% des eigentlichen Schadens fertig. Wäre interessant zu wissen. So, Flammenrad! Und dann brauche ich Ether! Flame Thrower. Ey, die kommen echt hier langsam auf das Niveau von Sepa. Wir können Sepa hier rocken. Oh, Schlammbart! Boah, ey, voll das verkehrt herum mit Bart genommen. Was soll das? Ruckzucki! Bam! So, sehr schön. Okay. Yeah, Sepa Level 21. Und auch schon über 40 Spezialangriff, sehr schön. Nein! Unglaublich! Ich weiß, dass ich unglaublich bin. Unglaublich cool! So, und einfach Ether, weil ich zu faul bin. So, Igelava. Und bitte, für welche Attacke? Natürlich für Flammenrad. Tada! Aufgefüllt! Weiter geht's. Solo-Typ! Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unsere Vorhaben in die Tat umsetzen! Hä? Ich habe eure Radiosendung gehört.
Und er erzählt bloß immer, Giovanni, komm zurück. Wir sind wieder die Coolen. Was, Rassum? Alter, Rassum, nimm. Oh, Porygon. Wow, er hat einen Porygon. Ist ja cool und selten. Und bei dem Level kriegt vielleicht dadurch ein Level ab. Mal gucken. Flammenrad. Toll, die AP werden ja nicht. Die AP werden ja durch Ether bloß um 10 aufgefüllt. Wie dumm ist das denn? Irgendwie hatte ich echt den Gedanken, dass das alles auffüllt. Boah, Triplette! Alter! Wow! Okay, das ist nicht so gut. Da muss ich mal kurz ein bisschen healen. Healing! Boah, Triplette, ey. Die kann ja, glaube ich, auch alles drei machen. Die kann mich verbrennen eventuell oder einfrieren. Ein Crit. Weißt du was, Porygon? Wenn du mir so kommst... Sag mal, lohnt zu Stolos. Komm zurück. So, dum. Ich hoffe, Triplette, die Feuerattacke ist ja jetzt nicht ausschlaggebend. Mal gucken. Okay, alles klar. Nicht sehr effektiv. So, ich glaube, Triplette ist auch eher eine Normalattacke, ne? Egal, Eisenschweif. Yeah, ching, ching. Und... Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Boah, sie repariert richtig viel. Rasso wurde besiegt. Jeder große Plan hat einen Haken. Ja, und in meinem Fall bin das ich und mein Stalos. Na, die ganzen Supertränke einfach verballern aus reiner Faulheit. So, jetzt müssen wir doch schon im vierten Stockwerk sein, oder? Wo ist der Intendant? Da ist er. Oder ist er ja schon? Oh mein Gott, er steht einfach da und... Was so? Du bist gekommen, um mich zu retten? Klar, Mann. Ist es das, was du erwartet hast? Falsch. Ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Ah, ich glaube, das war denn das, was ich runter muss ins Untergeschoss des Kaufhauses, glaube ich. Aber okay. Besiegen wir erstmal diesen, nicht diesen Intendanten, sondern diesen Imposter. Ach, der Typ schon wieder. Vorstand. Einer mit 6 Pokémon. Oh Gott. Smogon! Alter, was, der hat 6 Pokémon, alle Level 30? Okay. Das ist ja ein gutes, das ist ein Levelunterschied, ey. Die ganzen anderen deppen so Pokémon Level 22 und so. Und jetzt hier, der rastet jetzt hier richtig aus. Yeah, sehr cool. Aua. Ja, na natürlich. Verbrennung schadet Smogon. Gift schadet mir. Ersetzt ein Smogon. Da bleib ich drin. Bald Level up. Smogon! So, Flammrad. Hoffentlich nochmal verbrennen. Wenn nicht, dann ruckzuck geben. Aflame. Schön reingeballert. Oh Mann, ey. Gift schadet. Aua. Nicht schon wieder Schlammbad. Mann. Danach wechsle ich aber aus. Nach dem wunderschönen Level-Abgleich. Ruckzuck. Bams. Ruckzuck ist geil. So. Mann, wie fies, ey. Noch ein Smogon. Ja, okay. Warte. So, die Erfahrungspunkte nimmt Igelava aber noch mit. Jetzt switch ich aus, du mit deinem Gift-Pokémon. Sag mal Hallo zu meinem Stalos. Yeah. So, Tackle. Tja. Ein Schlammbad ist, glaube ich, überhaupt nicht effektiv. Er hat gar keine Wirkung, ne? Wegen Gift-Attacke. Aber dafür umso mehr meine Schaufler-Attacke. Tschüss, Mann. So, Stalos gräbt ein Loch. Und Smogon kann nicht anders, außer vielleicht sich explodieren lassen. Kein Plan. So, super effektiv. Alter, trotzdem kein One-Hit. Richtig übel. Stalos, da müssen wir was machen. Du musst mehr trainiert werden. Lebensschelle. Zack. Volltreffer, toll. Egal. Yeah, Level 35 für Igelava. Alter, alle Werte fast im 60er-Bereich. So, Stalos nur ganz wenig. Sepa Level 22. Sepa versucht, Aquaknarre zu erlernen. Okay, können wir erstmal beibringen. Für Silberblick. So, Silberblick, weg. Okay. Na, oh je. So, alles klar. Oh, Smogmon!
Okay, Lebensschelle raufballern. Boah, ey, sieht so krass aus. Level 32, jetzt sieht's richtig ab. Lebensschelle! Boah! Tja, Mann. Stalos, ne? Steht wie ein Berg. Oder besser gesagt, wie ein Stahlwerk. Also, Smogmog, ich würde dir empfehlen, dich einfach zu explodieren. Lass einen explodieren zu lassen, das spart mir Zeit. Ne? Tschüss. Jetzt kommt Finale, wäre es wieder so lustig. Oder ist er? Nee, okay. Ja, der Forscher ist ein bisschen schlauer. Er befiehlt seinem Pokémon keine hier Hiobs-Attacken. Ja, sehr schön. Reicht jetzt vielleicht so der Lebensschelle aus? Daneben. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Nee, ganz knapp nicht. Mann, ey. Was kann man denn jetzt noch machen? Ach komm, Eisenschweif. Oh, ganz zum Schluss Explosion. Ja, nicht mal so doof, ne? Ging daneben. Eine Explosion kann nicht daneben gehen. Wie sinnfrei das ist. Tja. Sorry, Mann. So geil. Okay, aber kommt jetzt Smogon. Tja, der hat natürlich ein Problem. So, da ich eh zwei Attacken machen muss, ich glaube, ich probiere es jetzt mal mit Kreideschrei und Schaufler. Boah, ey, richtig krass. So. Ach, schade, das ist so ein cooles Ass im Ärmel, ey. Vor allem gegen die ganzen giftigen Rocket-Typen. So. Ey, Explosion daneben, ey. Schön, dass wir das in dem Let's Play hier haben. Wir haben Finale, was daneben ging, weil ich mich schön weggebuddelt habe. Und jetzt haben wir auch eine Explosion, die daneben ging. Aufgrund von ihrer Lebensstelle. Sein letztes Pokémon ist ein Smogon. Also habe ich schon so gut wie gewonnen. Würde ich jetzt mal sagen. Schön Kreideschrei reingeballert. Sehr schön. Aua. Nicht sehr effektiv, warum sag ich Aua? Macht dann nix. Tschüss. So, ich glaube, ich muss jetzt echt gleich in den Untergrund erstmal gehen. Weil sonst kann ich den Intendanten nicht finden. Erbams. Und tschüss. Kreideschrei sei Dank. Boah, Sepa Level 23. Sepa Level schön schnell. Mal gucken, ob wenn ich ihn den EP-Teil wieder wegnehme. Okay, ich sag dir, wo er ist. Und gib dir Geld von mir. Dankeschön. Wir haben den echten Intendanten in den Untergrund, in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Oh, dankeschön. Kelleröffner erhalten. Vielen Dank, Mister. Eingesteckt. So, ja, jetzt brauchst du eigentlich so eingeschnappt sein. Wir haben den echten Intendanten versteckt. Nein, okay, labert doch nochmal dasselbe. Ist okay. Ist hier noch irgendwas eigentlich? Was steht hier dran? Büro, was für Büro des Intendanten? Okay, warte mal. Mein armes Siegelaber. Da kann ich aber kurz einfach... Na, hier, Gegengift. Ne? Zack. So, Vergiftung geheilt. Hoffentlich freut sich ihr Lover darüber, genauso wie ich. Wie ist die Musik aber geil? Ich wäre bestimmt schon Team Rocket-Mitglied, nur wegen der geilen Musik. So, die anderen da rechts, da komme ich ja erst später hin. Ich brauche erstmal den Türöffner, um zum Boss zu kommen. So, ich glaube aber, das schaffen wir heute nicht mehr. Ich gehe noch schnell hin in den Untergrund, aber das ist, glaube ich, auch inzwischen alles voller Rocket-Mitglieder. Das kann, glaube ich, sein. Also, jetzt sollte ich mir wirklich vielleicht mal ein bisschen im Pokémon-Center kurz aufheilen. So, Dukadia City ist so schön. So, zack, schnell mal heilen. Und ich glaube, das letzte, was ich in dem Part heute mache, ist mir jetzt endlich meine TM holen. Feuerschlag will ich haben. Für später für Tornopto. Einfach so. Weil Tornopto lernt nur Mist. Oder halt mega spät lernt Tornopto erst coole Sachen. So, und da ist doch hier sowas wie, dann ist doch erstmal Flammenrad, Feuerschlag und Ruckzuck gibt es doch erstmal nicht das Schlechteste. Da muss man gucken, was man ihm später noch beibringt, so als Feuer-Monotype. So, warst du ja schon der TM-Heini? Oder warst du der Olle? Ja, du hast bestimmt am wenigsten Kundschaft, ey, erzähl mir doch nichts. Wieso, ich verkauf doch voll die coolen Sachen. Nein, das ist Mist, was du verkaufst. Das will keiner haben. So, bist du der TM-Master? Oder warst du der... Ach, du warst der Medizintyp, der Drogentyp warst du wieder. Willst du meine Drogen nicht? Nein. Hier. Ich glaube, er war's. Er war der Master. So, kaufen. Genau. Elektroschlag, feuriger Schlag. Eventuelle Verbrennung, den will ich haben. Einmal. So.
Bitteschön, soll irgend davon hier, das ist hier, glaube ich, das hier kopflos, dass ich immer wiederholen kann. Kopflos, voll cool. Oh, oh je. So, aber brauche ich erstmal nicht nochmal. So. Und dann bin ich weg. So, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen heute. Wir müssen noch einiges machen, natürlich noch, wie gesagt, ich möchte auch gerne noch zu Bill. Und halt zu dem Einheitstunnel möchte ich auch noch gehen. Für Lapras. So, aber okay. Wo war jetzt nochmal der Eingang zum Underground? Warte, hier war der nicht. Wo ist denn der Underground-Eingang? Mensch, wo ist der denn? Oh. Du Arsch! Du blockierst ihn da oder was? Nee. Deine Spielplatz, ach so. Ja, okay, Spielhalle. Da wollen wir eh nicht hin. Na gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Pokémon Kristall. Ciao!